Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part zur Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, eurem Oka. Und ja, im vorigen Part haben wir ja gegen Venedig und Böhmen gekämpft und wie man auch sieht, sehr erfolgreich. Das meiste hat der Pole eigentlich mit eingenommen und wir haben halt noch mehr erobert. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten mal direkt rein. Das wird leider nicht so ein langer Part, da ich das um 11:30 aufnehme und ich morgen noch Schule habe, geht das Ganze leider natürlich nicht so gut. So. Natürlich müssen wir jetzt die diplomatischen Punkte uns erhöhen, beziehungsweise warten, bis sie erhöht sind, damit wir auch den Frieden machen können, beziehungsweise den Krieg abschließen können. Und ich hatte zum Glück noch, bevor ich aufgenommen habe, das gesehen mit, dass wir zu viele diplomatische Beziehungen unterhalten. Wo sieht man die, ist die Frage. Also ich kann ja mal gucken, was ich da so am Plus kriege. Sind das, nee, das sind die nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Staatsehen, sowas geht ja. Er schafft eine richtige Flotte, ist unsere Aufgabe. Naja, ich lasse das jetzt erstmal so. So. Genau, was will denn Venedig? Venedig sieht Niederlage mit den Kriegsrunden keine. Eine Österreich. Er hat 5 Prestiges, machen wir, bevor wir gar nichts von dem bekommen. Dann bauen wir hier nochmal ein paar Schiffe. Ja, okay, wir haben jetzt nicht so viel Geld. Wie ist denn das Maximum unserer Flotte? Unser Maximum ist 64 und wir sollen 3/4 haben. Interessant, okay. Ach, uns hat er jetzt was angeboten. Das hätte ich auch eigentlich annehmen können, eventuell. Ja, die diplomatische Macht steigert sich langsam jetzt weiter. Mich interessiert das aber mal, wo jetzt genau die Dings waren, die diplomatischen Beziehungen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die alle aufgelistet sind. So. Die müssen ja irgendwo hier sein. Diplomatie. Feinde, ja, Rivalen. Ja, die Bündnisse, die kann ich erhalten, oder? Oder muss ich da jetzt wirklich... Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und, ich glaube, wir dürfen nur 6 haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse das jetzt erstmal. Ja. Gut, dann bauen wir gleich nochmal eine frühe Karacke, damit wir da auch noch ein gutes Schiff mit drin haben in unserer Flotte. Soll ja nicht jetzt so eine Billigflotte sein, die dann direkt nach der ersten Schlacht untergeht, selbstverständlich. Aber erstmal können wir ein paar Gebäude irgendwo bauen. Da oben. Haben wir das jetzt auch noch bekommen? Ne, das hatten wir vorher auch. Gut. Ja, da ist noch eine Rebellion, sehe ich gerade. Das interessiert uns aber jetzt nicht so stark. So, wir haben noch einen Diplomaten und noch einen Missionar. Den können wir leider nicht einsetzen. Und ich denke, wir werden auch bald mal den lieben netten Ungarn angreifen. Deswegen hole ich mir da auch schon meinen Kriegsgrund. Ja, Zagreb. Ich glaube, das sind die Bündnisse, die das mit diplomatische Beziehung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo unser Limit an Bündnissen oder sowas in der Art angezeigt wird. Dann sonst beende ich die einfach mal eben alle. Österreich. Also nicht alle, ich beende halt mal mit ein paar Nationen das. Savoy, da breche ich auch einfach mal das Bündnis ab. Da brauchen wir einen Diplomaten für, sehr gut. So, Böhm wird Kur wird verlieren. Böhm tritt mehr an Österreich ab. Böhm wird alle vertrieben mit wenig. Auf König Böhm Zeit 168. Der Frieden würde aus mit dem. Ja, das machen wir auch, wenn wir 40 Ruf kriegen. Aber ich weiß, eigentlich ist der Ruf, glaube ich, mit so dasselbe wie in Victoria 2, aber das Problem ist mich, oder was heißt Problem, eher das Gute ist, mich hat ja noch nie einer deswegen angegriffen.
Oh, wir haben jetzt gerade 0. Hier, 13 von 6 diplomatischen Beziehungen. Das sind die Bündnisse, da gehe ich ganz stark von aus. Da haben wir es auch schon. Ich glaube nicht, Staatsehe ist zwar auch eine diplomatische Beziehung, aber ist ja eher ein Bündnis. Auf jeden Fall werden wir es mal mit. Wir müssen ja erstmal warten, bis wir unseren Diplomaten haben. Der ist ja momentan noch in Sachsen unterwegs. Wer hat jetzt eigentlich die Kurwürde? Keiner. Kann ich die eventuell verleihen? Oder so etwas in der Art? Schauen wir doch mal. Nee. Jedenfalls ist das gut, dass jetzt Böhm kein Stimmrecht mehr hat. Das ist jetzt auch einer unserer Erzfeinde. Mit dem werden wir uns auch nochmal die ein oder andere Male kloppen. Und ein paar Provinzen etc. Da müssen wir jetzt schauen. Auf jeden Fall, dass wir den im Schacht halten. Und dass wir auch als nächster... Ich muss nochmal eben schnell schauen. Dass wir auch als nächster Kaiser... Zweimal... Der will Trier... das ist... Trier will Savoy. Anscheinend ist Savoy ja auch im Reich mit drin. Sachsen ist auch relativ ausgeglichen mit denen. Ja, muss ich mal schauen, dass wir das auch noch hinbekommen. So, da oben können wir mal die vereinen. Und holen wir mal einen General, egal ob der jetzt so toll ist oder halt nicht. So, dann greifen wir unten an. Dann bauen wir hier eine frühe Karacke mal eben aus. Unzufriedenheit in der Kirche. Meinungsverschiedenheiten und Interessenkonflikte über religiöse und säkulare Angelegenheiten zwischen unserer Regierung und der religiösen Führern unseres Landes haben die Kleriker aufgebracht. Ihre Forderung ignorieren. Machen wir das mal so. Papsteinfluss. Der ist relativ hoch, das ist auch gut so. Dann holen wir uns nochmal ein paar Infanteristen. Wir haben jetzt auch nicht so viel Mannesstärke, da müssen wir aufpassen. Aber 6. Eigentlich sollten wir da doch schon 10.000 haben. Nur kann ich hier eine löschen. Und hier unten wird noch weiter ausgebaut. Admiral könnt ihr noch nicht holen, leider. So. So kriegen wir immer mehr Geld. Leider kann man das ja nicht so in sowas wie Forschung investieren, so wie im vorigen Teil. Da braucht man ja diese Macht hier. So, traurige Nachricht. Der große Staatsmann, Regentschaft von Sachsen, ist gestorben. Unsere Staatsehe mit Sachsen ist nun vorüber. Da können wir auch mal wieder direkt eine neue... Ah, wir haben keinen Diplomaten. Wo sind denn die jetzt? Achso. Beziehung, verbessern wir die noch mit denen? Das stoppen wir mal. So, damit wir jetzt einzeln unsere Bündnisse auflesen können. Beziehungsweise müssen wir eher. Staatsehe nehmen wir an. Ferreira sind wir mit denen Verbündnis. Verbündnis. Verbündet, ja, muss ich leider abbrechen. Ist das jetzt gesunken um einen? Muss ich mal ein bisschen laufen lassen. Nee, ist nicht gesunken. Diplomatische Beziehung. Mit wem habe ich denn diplomatische Beziehung? Mit ziemlich vielen Ländern eigentlich. Die Frage ist jetzt halt, ob Bündnis oder so sowas, als sowas zählt. Verbesserte Beziehung von Bosnien, Serbien, Mazovia, Brandenburg, Köln. Bla 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 bla. Waffen. Ich habe echt null Plan, was das ist. Keine Ahnung, was das sein soll. Diese diplomatische Macht. Sonst könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, was genau das ist. So, schicken wir die da auch nochmal hin. Jetzt haben wir 8. Gut. Autospeicher ist immer sehr wichtig. Darf man nie vergessen anzuhaben. Sonst ist das ärgerlich, wenn ein Speicher zum Beispiel abstürzt. So. Ja, der Osman hat sich hier auf jeden Fall auch schon ein bisschen ausgebreitet, sehe ich gerade.
Walachei, Kanda hat er dort auch. Holt sich da ein paar Provinzen. Was können wir hier so machen? Können wir ja zur Kernprovinz hinzufügen. Das tun wir selbstverständlich direkt auch mal. Jetzt ist die Frage. Ah, das beschäftigt mich jetzt richtig. Warum, mit wem wir. Wie gesagt, schreib es einfach in die Kommentare. Ziel in den Geheim. Achso, okay, ist Ungarn. Ungarn. Das dauert. Ach, das wurde ja auch eben angezeigt, aber ich guck mal eben. Ist bei 63% jetzt. Also ich will mir auf jeden Fall Lika holen, damit ich noch einen Hafen mehr habe. Und hier hat so mehr die westlichen Provinzen von dem, logischerweise. Damit ich auch in Bosnien rankomme und eventuell gegen Bosnien kämpfen kann. So. Wie gesagt, daran lag es anscheinend nicht. An diesem Bündnis dort mit Ferrara oder wie die hießen, genau, Ferrara. Die Frage ist jetzt, was genau ich jetzt weitermachen soll, diplomatisch gesehen. Na, mit denen stehe ich ja gut, mit Dänemark etc. Mit den andersgläubischen Staaten hier brauche ich mich allgemein gar nicht befreunden. Die haben eh kein Interesse. Novgorod, Litauen, Livonischer Orden. Revolte in Kulm. Mazovia, selbstverständlich. Selbstverständlich. Anscheinend sind die nämlich wieder im Krieg auch. Hauen wir mal ein paar Docks hin hier. So, eins zumindest erstmal. Ja, dann hole ich mir die mal eben kurz. Ach Mist, okay. Kommen wir nicht durch. Schade. Schade, schade. Wegen keiner Landverbindung und so weiter. Oh, hier unten sind die auch im Krieg, sehe ich gerade. Bin auf jeden Fall gespannt auch, was da noch passiert. Kolonisierung geht ja auch schon so langsam bald los, sag ich mal. Hole ich mir hier halt auch mal nochmal Kriegsgrund bei der Schweiz ab. Zürich. Und, oh, Schlesien will Militärzugang. Das bekommt Schlesien auch. Das immer noch nicht, schade. Jetzt haben wir einen Kriegsgrund gegen unser Ungarn hier, unser benachbartes Land. Ich weiß gar nicht, ob Österreich die damals nicht eine Staatsehe oder sowas wie das mit Burgund eingenommen hat, also Ungarn in dem Fall, oder durch Krieg. Ich glaube eher sowas mit Familie etc. So, Eroberung von Zagreb, Krim, ja. Das ist auch nicht so schlimm. Savoy wird uns nicht helfen. Polen wird uns auf jeden Fall helfen. Brandenburg. Ich versuche erstmal alleine. Ich versuche erstmal alleine den Krieg gegen die zu gewinnen. Die sind ja eigentlich noch auch ziemlich durch innere Revolten angeschwächt und auch durch den Krieg von Polen. Sollten die zumindest noch ein bisschen. Und Kulm, ja, die Revolte kann ich leider nichts machen, weil ich da nicht hinkomme. Vorerst. So, gehen wir mal da schnell hin. Komet gesichtet. Bauern sind immer abergläubisch. Und das Erscheinen eines Meteors am Himmel hat im Volk zu Panik geführt. Sie sind überzeugt, dass dies ein Zeichen von nahendem Weltende ist oder für ein großes Unglück in der nahen Zukunft. Ja, okay, verlieren eine Stabilität, das ist doof. Da können wir aber direkt, glaube ich, wieder erhöhen. Ne, können wir nicht. Okay. Und hier, ja, dann machen wir mal harte Maßnahmen für Mähren. Dann gehen wir nochmal dahin. Ob ich den einfach nicht kriege. Thank you.
So, jetzt haben wir ihn. Besiegen wir den schnell und gehen dann nach mehr. Nicht, dass wir das jetzt irgendwie verlieren. So, zack. Oh ne, da ist er. So, dann ist die Armee gleich weg. Plus General. Ich weiß gar nicht, ob der wiederkommt. Glaubt schon. So, dann hinter. Und nochmal ein Dock gebaut. So, jetzt, ich kann auch eigentlich den Polen schon dazu rufen. Den befolgt er gar nicht mehr. Auch nicht. Die befolgen den alle nicht mehr. Thüringen ist auch dabei. Wo ist denn Thüringen? Da ist Thüringen. Okay, da kann ich doch auch mal einmarschieren dann eigentlich. Warum ist eigentlich Ungarn mit denen so dicke? Sind die irgendwie in so einem Regentschaftsding? Ja, mit der Personalunion mit Ungarn. Oh, da verlieren wir gerade gegen den Ungarn. Ziemlich stark. Schicken wir einfach die andere Armee ein. So, Köln gegen... Hilfenkrieg gegen Münster, Lothringen und Sachsen. Dies ist ein Angriffskrieg. Münster ist alliiert mit Lothringen, Sachsen und Trier. Müssen wir ja wohl beitreten. So, dann gehen wir da direkt auch mal hinterher. So, nee, du gehst nach Wien, dich auffrischen mit neuen Einheiten. So, dann verfolgen wir den da weiter. Immer weiter. Jetzt haben wir ihn. Angriff. Sehr gut. Ich kann ja eigentlich nochmal meine Armee von da oben hinzuziehen. Ja, die findet sogar einen Weg. Ja, polnische Patrioten erfolgreich. Hey, jetzt werde ich hier wieder im TS angestupst von irgendwelchen Leuten, die mal im Video erscheinen wollen. So, dann gehen wir jetzt nach dort. Dann schnell da hin. Dann dahin. So, ja, die Einheit müsste gleich weg sein. Und ist sie jetzt auch. So, den können wir ja wunderbar eigentlich einkesseln dort, von zwei Seiten. Nehmen wir die mal, komm. Bisschen schneller dort. Und Angriff. Sind wir auf jeden Fall überlegen, sag ich mal so. Wir haben eine Menge Geld, was wir aber leider nicht wirklich investieren können. Ausgaben sind voll. Wo ich könnte, wir könnten das natürlich in einen neuen Berater investieren. Machen wir mal was bei denen da rein. Und auch nochmal was bei dem. So. Also der Ungar ist ungemein stark. Also es liegt wahrscheinlich, denke ich mal, eine Menge an Technologie. Auch mal wieder dahin. Der flieht da weiter. Ja, hier unten am Mist. Auch besiegt. Was war denn mit Masovia? Irgendwas war da. Okay, Polen nimmt das für mich ein. Das ist sehr lieb. Münster gegen Köln, Brandenburg, Österreich und wir noch gegen Sachsen. Sachsen. Münster. Ah, Brandenburg macht das schon, okay. Wobei, das ist auch eine große Armee und die sind aber auch zusammen größer. Von Hessen und Münster. Achso, okay. Zu Sachsen, wir setzen ständig wieder ein Bündnis, nehmen wir an.
So, wir haben noch einen Diplomaten. Im Vertikan mache ich erstmal nichts. Ah, Toskana könnten wir sogar auch noch. Ist ja auch nicht so ein schwaches Land. Können wir auch mal unsere Beziehung zu verstärken. So, zack. Ist das der Osmane? Aber das ist Gegner, oder? Ja. Okay, heißt der Osmane marschiert auch gerade in, sieht man ja auch, in, ja, die ganzen auch blitzenden Felder, in Ungarn ein. Also relativ historisch läuft das ab. Da haben sich ja die Osmanen, die standen ja auch vor Wien damals. Ist aber nicht schlimm, dass er da jetzt ist. Ist sogar gut, weil ich will eh da keine Provinzen vorerst. Ich will nur ein bisschen, dass Wien auch nicht so direkt die Grenzstadt ist zum Ungarn. Einfach diese Felder dort besetzen. Okay, nehmen wir mal die Hauptstadt wieder da. Naiver Verwandter. Verlieren administrative Macht. Na, verlieren wir die ein bisschen administrative Macht. So, das haben wir alles gewonnen da unten. Auch, ja, wunderbar. So, marschieren wir weiter. Grenzdisput mit Aachen. Mit Aachen, ja, dann ist nicht jetzt so schlimm. So, da wird weiter besetzt. Das können wir denn hier schon so fordern von Ungarn eigentlich. Was? Wir sollen hier, wie jetzt, wir haben Eroberungsrichtung gegen Köln. Wir haben wollen beauftragt, bestimmte Provinzen zu erobern. Okay, Hessen. Also eigentlich müsste ich da wirklich mal ein bisschen wieder aufräumen und kleinere Staaten gründen lassen. Könnte man auf jeden Fall mal überlegen, ob man das nicht mal macht. Ungarn, Frieden verhandeln. Genau. Da geht's dann auch schon los. Da wird schon dann grenzwertig hier mit den Forderungen, sag ich mal. Pressburg, das ist alles, liegt halt alles an hier mein Vögelchen, sag ich mal, an meiner diplomatischen Macht. Wie wir das jetzt was bekommen. Nee, das machen wir nicht. Kroatien. Wie viel kostet denn das? Das kostet, ne, okay, das ist zu viel des Guten. Ja, pff. Also ehrlich gesagt, also entweder Sorbonne oder Pressburg. Dann nehme ich lieber Pressburg, das ist mehr wert. Weil das wird eh erstmal nicht, davor, das wird ein bisschen steigen. Oder ich, nee, ich mach's so, ich muss jetzt eh den Part beenden. Dann machen wir das so, ich beende jetzt den Part, wäre auf jeden Fall sehr nett, wenn jetzt einer eine Beziehung, würde ich denn schreiben, in die Kommentare schreibt, wie das mit der Beziehung ist, wie man da, diese, momentan sind das 13 von 6, dass ich die hier drunter machen kann auch 6, damit ich, mehr Diplomatie kriege, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Beziehung wir beenden sollen. Bündnis hat ja anscheinend nicht funktioniert. Keine Ahnung. Leider. So, ein paar Schiffe hier nochmal bauen. So, kann auch das Geld wunderbar alles verheizen. Und ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich weiß, es ist ein bisschen kurzer Part, aber ich wollte ja eigentlich täglich einen Part hochladen. Und das versuche ich natürlich auch möglichst einzuhalten. Und ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Lasst einen Daumen, lasst einen Kommentar und auch gerne ein Abo da. Und damit... Schau bis zum nächsten Mal.